Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, heute mit einem neuen Video. Ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber heute Video mit einem neuen Roller. Also geht die Folge, ich fahre euer Roller weiter. Und hier seht ihr das schöne Teil, die gute Aerox von Tobi. 70 Kubik High-End Stage 6. MK2, vielleicht sieht man es. Das Setup weiß ich leider nicht komplett auswendig. Ich schreibe es einfach mal in die Beschreibung. Dann, genau, wisst ihr, was verbaut ist. Und heute fahren wir mal die gute Aerox. Gucken wir mal, die so läuft. So. Ohne Bremsenreiniger geht die nämlich nicht an. Und dann gucken wir mal. Man hört es auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall sehr laut. Lassen wir sie mal ganz kurz warm laufen. Dann hätte ich gesagt, sehen wir uns gleich, wenn ich losfahre. Ihr seht's. Boah, sehr laut, sehr schnell. Noch nicht ganz perfekt abgestimmt. Und zwar Vergaser ist noch nicht richtig abgestimmt, weil die sauft bei zu viel Gas, sauft die ab. Das ist ein bisschen blöd, aber trotzdem brutale Leistung. Boah, das macht richtig Bock zu fahren. Jetzt bin ich auch mal gleich gespannt. Jetzt fahren wir mal gleich auf den Feldweg. Dann gucken wir mal. Ihr merkt, die sauft immer ein bisschen ab. Aber halb so wild. Ihr seht's, wenn die einkurbelt, dann geht die ab wie Schmidts Katze. Schwierig. Es geht auf jeden Fall gut hoch. Aber dann, wenn die absauft, kann ich halt nichts machen, dann geht die automatisch runter. Und ne, wenn ich mehr Sicht habe, kann ich mal noch ein paar probieren. Aber ihr hört's, brutaler Sound, die schreit wirklich. Traumroller. Wie der abgeht, holy shit. Oh shit, da ist noch nass. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Aber ihr seht, die Leistung ist da. Boah, das macht mich richtig glücklich. Heieiei. Und dann, wenn ich ganz normal roll, hört man von der Karre gar nichts. Ja.
ich muss auf jeden Fall, das ist jetzt nicht halb so wild, ich muss auf jeden Fall ein zweites Video mit der drehen, wenn die gut abgestimmt ist. Jetzt geht's wieder, ohne Probleme. Komisch. Jetzt zieht die wieder richtig gut. Ich weiß auch nicht, vielleicht ein bisschen wenig Bremsflüssigkeit. Aber mit dem Roller muss man echt ein bisschen auf der Hut sein. Ihr wisst Bescheid. Aber, naja, das nimmt man natürlich in Kauf. Ey, yo, wieder die Bremse. Was soll denn das? Manchmal greift die nicht. Komisch. Die muss richtig abgestimmt werden. Wenn die abgestimmt ist, boah, dann mache ich mit den Wheelies, also. Wie gesagt, fahren wir mal nochmal darüber. Dann können wir nochmal richtig. Jetzt geht die Bremse wieder nicht, also wirklich. Holy shit, Alter. Junge, das Ding hat richtig Bock. Das Ding hat so Bock. Das Ding will einfach nur nach vorne. Boah, dieser Sound ist brutal, Mann. Holy shit. Das ist wirklich brutal. Boah, da hat die Bremse jetzt gerade wieder nicht gegriffen im Wheelie. Das ist echt ein bisschen blöd. Gucken, wo ich park. So. Hier, Zettel. Jetzt hole ich mir kurz was zu trinken und dann geht's direkt weiter. So, da bin ich wieder. Das Ding läuft viel zu gut. Aber man musste noch abstimmen. Wirklich, wenn die abgestimmt ist, dann kannst du mit dem Ding Wheelies ohne Ende ziehen. Aber halt jetzt noch nicht. Aber wirklich, auf der Straße, das ist ein Biest. Aber langsam fängt die echt an zu stottern, weil ich echt wenig Sprit drin habe. Deswegen muss ich jetzt echt langsam tanken. Boah, die hat doch, das sind safe 90, 100, 110, safe call. Das sieht sich an wie auf einer 125er. Nur geiler. Und der Anzug ist viel krasser.
Das ist viel zu brutal. Das ist wirklich geisteskrank. Ich werde euch auf jeden Fall Tobi verlinken. Und falls ihr Fragen habt, was für ein Setup oder so, schreibe ich auf jeden Fall das Setup unten in die Beschreibung. Checkt gerne mein Insta aus, mein TikTok, Tobis Insta. Und für noch mehr so geile Videos mit so kranken Karren, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Peace!